die ADAC Motorboat Masters, die Klasse des zweiten Lokalmatadors Uwe Brettschneider. Stills war Meister 2016, Brettschneider Vierter. Sie haben viel ausländische Konkurrenz bekommen, dieses Jahr aus dem Westen, Niederlande und Frankreich. Früher waren es mehr Fahrer östlich von Deutschland. 16 Boote sind gemeldet. Nach den beiden Sprintrennen vom Samstag führen die Franzosen Jérémy Bresset ganz in weiß und Rudi Rivière hellblau vor Philipp Franz, grün-bunt aus Freiberg. Uwe Schwarig aus Königs Wusterhausen auf 5 vor Brettschneider und Stills. Auf der langen Geraden setzen sich die ersten drei etwas ab. Brisset bequem vorne, dahinter Rivière. Dann gibt es ein kleines Déjà-vu. Sascha Schäfer auf einem Preußenboot muss in dieser Wende wieder Wasser schlucken. Machte er 2013 im Cup fast an gleicher Stelle. Im Jahr darauf war er Cupsieger. Eigentlich ein gutes Omen. Restart, zu dem Schäfer nicht mehr antreten kann. Oben startet Stills zwar gut, aber er muss dafür weit außen um die Wende. Wie beim ersten Start zuvor, nach der ersten Wende Brisset vor Rivière und Franz. Brisset hat nun einen Vorsprung herausgefahren. Rivière ist Zweiter und Patrick Wiese jetzt auf Platz 3. Und es ist wieder passiert. Diesmal sitzt die Startnummer 6, Christian van de Broek, der auf dem Rücken liegt, beziehungsweise sein Boot. Stills hat auch etwas abbekommen. Zeit für ein erstes Fazit. Halbzeit für dich in Grünau, Uwe. Wie ist dein Fazit? Ja, bin jetzt gestern bei den Sprintrennen einmal Siebter, einmal Neunter geworden. Gesamtwertung Siebter. 16 Starter am Anfang, dann 2, 3 Ausfälle, aber insgesamt bin ich nicht zufrieden, hätte ein bisschen besser laufen können. Und heute nach dem ersten Hauptlauf bin ich leider auch ein bisschen unzufrieden, weil durch den Abbruch oder den zweimaligen Abbruch sind mir die Chancen genommen worden, vielleicht noch 1, 2 Plätze besser zu werden, um dann für das letzte Hauptrennen einen guten Start hinzulegen. Hattest du beim Rennen heute ein besseres Gefühl? Ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Wir haben noch mal ein bisschen was am Setup verändert. In der Höhe des Motors haben wir noch mal ein bisschen, sind wir noch ein bisschen runtergegangen. Hat sich besser angefühlt und leider hat es bis jetzt noch nicht so viel gebracht, weil durch die zwei Abbrüche man das volle Leistungsvermögen nicht abrufen konnte. Eine Menge Starter, eine Menge Auslandstarter, auch bärenstark teilweise. Siehst du das als gute Sache, dass die Masters jetzt so internationaler sind? Auf jeden Fall. Macht natürlich mehr Spaß, wenn man nur 10 Boote hat und dann Erster wird. Dann ist es natürlich ein tolles Erlebnis und auch ein tolles Gefühl. Aber wenn man bei 16 Booten dann Erster wird, ist natürlich viel besser. Und die internationale Klasse, die da zugekommen ist, ist natürlich auch gut, weil wir haben ja jetzt auch zwei Franzosen, die auch schon Langstreckenrennen fahren. Die sind auch dieses Jahr Weltmeister geworden in der Langstrecke, also 24-Stunden-Rennen. Die sind natürlich auch ordentlich dabei bei der Musik. Und auch die Holländer, die jetzt dazugekommen sind, geben auch einen Teil dazu bei, dass es eben auch für die Zuschauer spannend ist. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Start zum zweiten Hauptrennen der Masters. Vielleicht schaffen sie ja diesmal die geplanten 16 Runden. Nö, daraus wird nichts. Wieder Abbruch, alles von vorne. Uwe Schwarek, die 14, war Sechster im Vorrennen. Damit bekommt er im zweiten Hauptrennen den Startplatz 1 und die Position hatte er noch bei Abbruch inne. Aber Rudi Rivière jetzt schon wieder auf Platz 1. Spielnote 1, ebenfalls für Ricardo Hoffmann. Er hatte das schwierige Wasser in Grünau unterschätzt, aber er ist schon unverletzt draußen. Wieder Rennabbruch. Es muss doch mal klappen, dritter Start, diesmal Rivière von Position 1. Nö, auch nicht. Die Startampel hatte nicht funktioniert und Brisset wollte noch angeln. Aller guten Dinge sind 4, jedenfalls heute. Jeder konnte mal Starts unter Rennbedingungen üben, wann geht das schon? Rivière beeindruckt das nicht. Er fährt wieder vor Schwarig. Stills hatte sich nach vorne gearbeitet. Dahinter Brisset.
Mal sehen, ob es 2018 die ADAC Motorboot Mars. Was so noch gibt, unter anderem schweben der UIM gravierende Änderungen an den Cockpits vor, die bei Umsetzung erhebliche Auswirkungen auf die Starterzahlen haben könnten. Parallelflug der Niederländer. Endlich im Ziel angekommen. Rudi Rebert ist der Sieger. Platz 2 geht an den Vorjahresmeister Maximilian Stilz vor Jeremy Bressé. Wo sind die Berlin-Brandenburger? Schwarik auf 5, Brettschneider auf 6. Gratulation unter Landsmännern. Die beiden Franzosen räumten jeder 90 Punkte am Wochenende ab. Da wird es schwierig mit der Titelverteidigung für Stilz.